Geht ab, meine Liebe, in Money am Start hier, neues Video. Wir gehen rein mit Wild West Gold. Wir haben nur 4 Spiele. Ich hatte jetzt auch nicht viel drauf. Nur ein Tausender. Und deswegen gucken wir mal, was die Sache ist. Ach mies, Mann. Ich muss den Ton gleich mal anstellen im nächsten Spiel. Aber ja, gut, da müssen wir jetzt mal kurz durch. Komm, gönn. Okay. Vom Setup ist da Hoffnung. Wenn jetzt im nächsten Dreh nichts kommt, natürlich nicht. Ja, und ab nach Hause. Komm, Stern, der wäre wertvoll. Das ist ja immer so, wenn der wertvoll ist, kommt der nicht. Ach komm. Ach komm, ach komm, ach komm. Ganz schlecht. Ab ins nächste Game. So, weiter geht es mit Doghouse. Ganz, ganz bittere Messer ist halt. Ganz verschmutzte Messer. So, gehen wir rein bei Splash hier. Oh, naja, er regt die Schmutz an. Ey. Naja.
Macht er nochmal so schön die Welle mit, wieder mit zwei und dann so was. Naja. So, gehen wir mal jetzt nochmal. Ne? So, letztes Spiel, Leute. Das ist natürlich bitter. Schöne Fische. Muss man ja sagen. Wieder im Niemandsland rum, sondern mach hier mal zwei Minimum klar. Ja, Leute. Also nach so einem Start, ne? Dass du dann da noch bammeln musst, dass du mal zwei reinkommst. Und dann passiert da nichts. Komm, machen wir noch 50 oder 30 Drehs an. Vielleicht gibt der noch mal ein paar Gnadenfische. Oh, 200. Okay. Vergammelten Tauben hier rein. Vom Gefühl her. Also, okay, ich brauche mich gar nicht aussprechen. Lass mal so stehen, das Gefühl. Komm jetzt. Am Anfang bin ich erstmal natürlich, wie jeder andere von euch auch, über jeden vergammelten Angler froh. Damit man hier wenigstens eine Hoffnung hat, hier in die nächste Stage reinzukommen. Komm, jetzt mal Doppelangel. Jetzt, wo man den braucht. Das können wir wieder mal vergessen. Ich glaube sogar, der kommt jetzt noch mal schnell hinterher, warum auch immer. In letzter Zeit läuft auch nicht viel bei mir, Mann. Muss ich auch ehrlich sagen. Das auch immer hier irgendwie so ein Kampf, so bis zum Schluss. Manchmal kann man sich ja nochmal retten mit irgendeinem Gewinn. Hast du dann vielleicht plus minus oder ein paar hundert plus oder vielleicht mal 200-300 minus. Das ist ja noch in Ordnung, wenn du so eine Bonushand machst. Ne? Kann ja immer mal ein Spiel bei sein, was dich so nach vorne pumpt. Aber wenn du nur miese Spiele hast, dann kannst du auch mal in der Mitte oder was miese machen. Ja, aber genauso gut kannst du natürlich, ach du Scheiße. Genauso gut kannst du aber auch mal locker 1000, 2000 nach vorne kommen. Ein Spiel muss nur gut laufen und dann hast du schon deine Ruhe. Du kannst die anderen Spiele genießen. Okay, dann kann man sehen.
Ah, jetzt muss ich mal nachsehen hier, damit das so ein bisschen mit Hoffnung wäre. Komm. So, irgendwie kommt der immer irgendwie rein, wenn wir unten 600 haben. Wir bräuchten jetzt mal eine ganz, ganz schnelle Öffnung hinterher, oder vielleicht nochmal so, weiß ich nicht, so Ecke 300, 400 schmeißen würde. Und dass wir dann vielleicht mal ein bisschen pushen können hier. Aber so bleiben wir irgendwie die ganze Zeit nur auf der Strecke hier, beziehungsweise im gleichen Modus. Ich kenne auch Big Best Bonanza. Tja, kannst du auch mal 300, 400 Umdrehungen keine Spiele kriegen. Geschweige irgendein Bild oder sonst was. Dann nuckelt der nur so runter. Ecke 500 sein. Aber wir hoffen mal, dass der jetzt natürlich direkt reinkommt. Kann man aber sie nicht nur so runter machen. Ja. Wir hoffen jetzt mal auf Level 2 Minimum, damit wir da vielleicht irgendwie, wie gesagt, ein, zwei gute Algen aus dem Wasser ziehen können. Wenn ich den Stachel schon wieder sehe, dann jedes Mal kacken wir da ab, ey, wenn wir nur noch einen Fisch brauchen. Komm, dafür muss er jetzt nochmal schnell rein. Viele werden wahrscheinlich denken, man, warum zockst du immer so schnell oder dies, das. Also ich mag das lieber so. Klar ist das auch so. Gerade bei diesen Big Bass Spielen, wo er oft antäuscht, mit zwei Scattern, die ist das, macht das auch Bock, wenn du dir die so anguckst, so die Chancen, so wenn er sich da einen zurecht rappelt, aber andersrum. Da habe ich da auch manchmal ehrlich zu sagen keinen Bock drauf, dann mach ich die Flimmerkiste an hier und lass ihn dann laufen, dann juckt mich das nicht. So, komm jetzt rein, Mann. Komm, machen wir nochmal einmal 50 an und dann gehen wir hier raus. Ja, kriegen wir jetzt nochmal Kino hier oder nicht?
kriegen noch mal Kino und hoffentlich passiert auch was. Mann. Wir brauchen Giftzahn hier. Ich will jetzt wenigstens einmal bei Mal 2 reingehen. Ey. Das wird total nervig. Aber wie soll er nach Mal 2 gehen? Könnt ihr mir mal erzählen? Wenigstens mal eine Packung Marlboro gebracht, die für 20 Euro. Kann ich immer mit leben. Hier gehen wir nochmal eine Stange hinterher. Ja, gehen wir nochmal eine 15 dafür. Oh, da hat der auch nochmal Gas gegeben hier. Ja, jetzt kriegen wir auch nochmal eine kleine Stange für. Okay. Hoffen bis dahin, Leute. Die Hoffnung wird auch wieder ein Stückchen größer. Noch einen guten Fisch, wenn du schon nicht weit oben. Ja, 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 das ist ein guter. Das ist ein guter. Für 4 Euro, 320 Brot, komm. Ja, dann kannst du den letzten Angler auch noch geben. Hör mal, wo sind wir denn hier? Oh. Leute, was ist hier los? Das sieht ja nach einer Hoffnung aus, Mann. Gibt's hier nochmal ein Highlight zum Ende des Videos? Puh, komm, Junge. Komm, jetzt ist nicht nur so Leerlaufaktionen, Mann. Ist mit Hoffnung hier mal 3 rein und dann so weit. Vielleicht gibt er noch einen 8 Euro Fisch hier zum Schluss. Noch nicht mal. Ja gut. 850 Mäuse ist klar gut. Aber dass der jetzt wieder hier am Ende so Faxen gemacht hat. Noch nicht mal mehr einen, so dass man ein bisschen man denkt so, oh, mal 10 könnte kommen, obwohl die Möglichkeiten ja jetzt eigentlich top waren. Sauhund, Mann. Aber ja, gut, was willst du machen? Okay, meine Lieben, wir machen das Video mal auf Stopp. Wir gucken mal, wie es weitergeht. In dem Sinne auch dreimal.